da steht jemand. Ah, let me guess. Snatched by a shadowy limb and dragged off to the past? Ich wüsste nicht, dass ich in der Vergangenheit bin. Ich dachte, ich wäre in der Zukunft, weil der Riesenpilz meinte, ich wäre jemand aus der Vergangenheit. Aber ja. Yes, of course. Exactly what happened to me. We are both strangers in this strange land. Ich trage keine Grinsenmaske. Okay, kaufen. Nö. Oh, Menschlichkeit für 10.000. Du bist ein Abzocker. Pfeile, ja. Mhm. Did you happen across Knight Artorias? The legendary Abyss Walker from the old tales. Nee, den suchen wir noch. Well, if you haven't, it's just as well. He's a colorless sort, if you ask me. Das war wohl ein Insider. Also dieser Ritter Astorius oder so ähnlich, den hatten wir schon mal gesucht. Also zum einen wegen dem Abgrundschreiterring, damit wir die vier Könige bekämpfen konnten. Aber auch ganz am Anfang, als wir zum ersten Mal in das Gebiet um Sif rumgegangen sind. Da hat die Katze uns aber auch von ihm erzählt. Und dass sein Grabmal nicht das zu sein scheint, was es ist und so. Und das stimmte ja auch. Da war ein Riesenhund mit einem Zweihänder und kein Lord Astorius. Und dieser Lord ist wohl hier. Und er ist ein farbloser Gesell. Und er hat gelacht. Also wird es irgendeine Anspielung gewesen sein. Vielleicht lebt in einer Schwarz-Weiß-Welt. Mal gucken. So, what did that giant mushroom make you do? Not that I care. It's none of my business. Und er suggeriert, dass der Pilz uns irgendeine Geschichte erzählen könnte, nur damit wir das tun, was der Pilz gerne will. Und Prinzessin retten ist eigentlich genau unser Ding. I've little to talk about, really. Oh, you know me. What do I know? Ich kenne dich nicht. So kann ich nicht wissen, was du... Ich guck mal, was hier noch so ist. Noch ein Ding. Achso, und du führst jetzt nach ganz oben zum Start, richtig? Richtig? Ich glaube schon. Ja, richtig. Okay. Also wir haben schon mal eine Abkürzung freigeschaltet. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können jetzt von hier aus durch die Nebelwand gehen. Da elendig sterben, weil wahrscheinlich ein Drache auf uns wartet. Und hier ist dann, wenn wir sterben, können wir auf den Fahrstuhl nehmen. Das ist doch ein sehr netter Service. Da ist Loot. Da unten scheint es möglich zu sein, runterzuspringen. Oder einfach runterzulaufen. Aber nein, Nebelwand. So, wo kam ich her? Ich komme daher. Da ist der NPC, da ist der Fahrstuhl, da geht es auch weiter, da habe ich keine Ahnung, da ist die Nebelwand. Scheint ja doch ein paar Abzweigungen hier zu geben. Aber erstmal töten oder getötet werden. Du bist ein schwarzer Ritter, der ziemlich groß ist. Ah, weil dieses Abgrundszeug dich beeinflusst. Oh, oder bist du der Lord Astorius, der verändert wurde? Oh, du bist schnell. Du greifst mich mit einer Leiche an. Komisches Zeug. Ritter Artorias. Okay, so spricht man nicht also. Unser Schild ist viel zu toll für dich.
Oh, Stamina. Ja, genau. Also das Schild ist gut. Der Nutzer ist gerade etwas tollpatschig, was die Stamina-Sicherung angeht. Du hast ganz schöne Moves drauf. Komm, greif ihn nochmal an. Stamina. Stamina. Okay, Schild sollte schon... Ja. Ich hatte kurz geguckt, ob ich zweihändig vielleicht auch einigermaßen durchkomme. Also, was Blocken angeht, aber schaut nicht so gut aus. Nein. Ich wollte... Nein. Okay, das wollte ich gar nicht. Aber gut, wir haben uns geheilt. Sich nicht, aber irgendwas hat er gemacht. Sich vielleicht verstärkt, das... schwarze Zeug um ihn rum ist größer geworden. Stamina. Oh. Das kam jetzt schnell. Also diese Spezialattacke, es kann sein, dass es einfach nur Flächenschaden um ihn herum war. Oder irgendeine Aufladung, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Also er wirkt den Ticken schwieriger, nachdem er die Aufladung gemacht hat. Aber kann auch Einbildung gewesen sein. Ich war ein wenig unvorsichtig. Pilz, hast du was Neues zu sagen, jetzt wo ich diese komische Gestalt gefunden habe? Struggling, are we? If there's anything I can do. Thou art from a time far, far ahead. There are many things I wish to ask, but I know that I must not. The perils of our time are overwhelming enough. May the flames guide. Okay, wir sind also doch aus der Zukunft in die Vergangenheit gereist. Und der Lord, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Artorias, ist hier kein besonders netter Gesell mehr. Oder das, was von ihm übrig ist. Wissen wir nicht. Also vielleicht ist es seine Leiche, die irgendwie auferwacht wurde, oder er lebt noch und er wird erst später sterben. Was für uns immer noch seine Vergangenheit sein wird. Aber ja, wir gehen jetzt hier rechts rum, gehen sofort zum Turm und vom Turm aus nehmen wir den Fahrstuhl. Das heißt, mit etwas Glück haben wir keinen einzigen Steingolem. Wo war der Turm? Also einfach rechts der Mauer folgen. Lalala. Da ist der Turm. Steingolems waren alle in der Mitte. Jo, alles gut, okay. Sehr schön. Muss ja nicht sein, dass der Weg zum Boss dann mit irgendwelchen nervigen Gegnern gespickt ist. Du aktivier mal. Und das geht, sehr gut. So, runter. Dieses Mal werde ich nicht aus Versehen zaubern. Hoffentlich. Bin ich hier richtig? Ich werde nicht aus Versehen zaubern und ich werde nicht versuchen, im zweihändigen Modus gegen ihn zu kämpfen. Dafür kenne ich seine Lücken noch nicht gut genug. Ich werde ganz stupide Schild hochhalten, so lange bis die Stamina... Also Schild hochhalten, wenn er angreift, dann Schild runter zum Stamina regenerieren. Ganz normal, wie sich das gehört. Und werde nur angreifen, wenn ich genug Stamina habe, um danach auch zu parieren. Also blocken. Das zieht ganz schön viel Stamina ab. So, ein Treffer. Was ist mit deinem Arm? Das war viel Stamina. Aber wenn dein linker Arm lahm ist, sollte ich auf deine linke Seite, oder? Okay, er ist lahm, aber kann immer noch Wasser damit spritzen. Nur dieses komische leere Zeug, was auch immer das ist. Wenn ich den Stamina-Ring nicht hätte, hätte ich jetzt schon längst ein tierisches Problem. Ab unten super Schild plus 5. Also vielleicht bin ich doch nicht zu spät hier im Addon-Gebiet angekommen.
Und du hast eine ähnliche Angriffsart wie der Hund, das mag ich nicht. Und du springst genauso weg wie der Hund. Gucken wir mal, ob es hier vielleicht irgendein Ding gibt, mit dem man interagieren könnte. Da hinten ist mal ein Seelenhaufen, der ist nicht so wichtig. Oh, ein Treffer. Oh, das ist das Wichtigste. Nachdem er den Stoßangriff macht, ist er kurz verletzlich. Danach auch. Aber nicht so lange. Komm, mach den Stoß, dann kann ich mal in zwei Hand wechseln, einmal hauen, ein Hand wechseln, parieren. Nein, das klappt nicht so gut. Okay, er lädt sich auf, ich heile mal. Ich denke, das ist nämlich mehr Flächenangriff? Ich weiß es immer noch nicht. Okay. Er darf sich nicht aufladen. Das ist garstig. Also dieses Aufladeding ist kein Flächenangriff. Er wird einfach nur schwieriger dadurch. Ja. Okay. Was machen wir das nächste Mal, wenn er sich aufladen will? Wir können versuchen, zu ihm hinzulaufen. Aber ich weiß nicht so ganz. Wenn wir nämlich nicht schnell genug sind und wir benutzen einen Streitkolben und laufen mit super schwerer Platte rum. Wenn wir nicht schnell genug sind, macht er vielleicht eine recht starke Attacke. Also, er lädt sich auf, wird stärker und macht noch einen Flächenangriff um sich herum. Nachdem er sich aufgeladen hat. Aber es wäre ein drittes Leben wert zum Testen, denke ich. Genauso wie es theoretisch auch wert wäre, doch zweihändig zu probieren. Wir werden zwar richtig, richtig gut einen auf den Deckel bekommen. Nicht so. Richtig gut einen auf den Deckel bekommen. Aber er auch. Was ich schon mal mache, ist den da wegnehmen und dafür dich dahin. Und gucken, ob meine Belastung gut aussieht. Jo. Das wäre nämlich die nächste Alternative. Wenn er anfängt, sich aufzuladen, gehen wir einfach so nah ran, dass wir mit der Armbrust schießen können. Was wesentlich schneller geht, als ganz im Nahkampf zu laufen. Und dann schießen wir einfach einmal. Und hoffen, dass Minimalschaden, wobei die Armbrust gar nicht mehr so minimal ist, also wobei geringer Schaden vielleicht schon reichen könnte, um das Ganze zu unterbrechen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Testen. Ist auf jeden Fall ein interessanter Gegner. Hätte ich so jetzt nicht erwartet. Also, zum einen hätte ich den Drachen erwartet, und dass der mit uns den Boden aufwischt. Und wenn es nicht der Drache gewesen wäre, dann ein leichterer Boss. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil der Anfang doch ein bisschen einfacher war. Aber hier, ne, ist doch okay. Und es gab ein, zwei Leute, die mich hier vor 30, 40 Leveln schon hinschicken wollten. Sehr nett. Sehr nett. Danke nochmal für diesen Hinweis. Rein. Oh. Wenn man auf ihn zuläuft, während er das macht, trifft er einen nicht. Das ist gut zu wissen. Und Wasser. Oh, warte mal, wenn ich nie von ihm weggehe, also größeren Abstand nehme, kann er sich nicht aufladen, richtig? Bleib mal schön hier. Ich hab eine ganz tolle Idee. Stamina. Mehr Stamina. Mehr Stamina. Schwarze Zeug scheint, oder das Wasserzeug scheint gar nichts zu machen. Du lädst dich nicht auf. Ich bin unterbrochen. Sehr gut.
Trink mal aus. Danke. Oh, und nächstes Mal, wenn er diesen Auflader macht, zweihändig. Zweihändig müsste mehr Schaden machen.